Die kürzeste Anreise für euch. Welchen Stellenwert haben die Stadtmeisterschaften für die Preußen? Ja, sicherlich nicht die für, wie für manche andere Mannschaften, das muss man ganz klar sagen. Es zeigt schon die Tatsache, dass wir natürlich ohne Training und ohne Vorbereitungsturnier auch dann hier in die Stadtmeisterschaften immer starten und uns dann übers Turnier entwickeln müssen. Letztlich ist dann natürlich der sportliche Ehrgeiz trotzdem da, dass man so weit kommen möchte wie möglich. Und es gibt am Ende dann auch Dinge zu gewinnen, ja, Pokale. Und da möchte man dann natürlich trotzdem dabei sein. Und im Laufe des Turniers entwickelt sich dann natürlich auch so ein Ehrgeiz, gar keine Frage. Und genau da seid ihr jetzt, sehr souverän. Nicht ganz so souverän war die Vorrunde. Diese Entwicklung sieht man also schon. Was ist deiner Meinung nach möglich nun? Das entscheidet letztlich die Mannschaft, glaube ich. Ich glaube, individuelle Qualität haben wir schon auf der Platte, die sich auch sehen lassen kann, wenn wir es schaffen, eben auch dann die richtigen Lehren aus dem Tag heute wieder zu ziehen und das in die Entwicklung mit einzubringen. Dann glaube ich, dann können wir morgen auch ein ernstzunehmender Gegner für viele sein. Letztlich ist es aber so, dass es andere Mannschaften gibt, die ja wirklich bisher einen tollen Hallenfußball auch gezeigt haben und absolute Top-Favoriten sind. Und da müssen wir uns erstmal hinten anstellen und dann schauen, was der Tag uns morgen bringt.